Recht herzlich willkommen zur 14. Folge von This War of Mine. Ja, wir sind zurück in dem Sinne, aber das Problem, was wir hatten, wir waren in der Schule und wir kommen mit leeren Händen zurück in dem Sinne, weil, ja, wir hatten das Problem, dass unser schönes Ziel total gefährlich war. Und ja, da müssen wir jetzt gucken, wie es weitergeht. Jemand ist in der Nacht gekommen und hat uns ausgeplündert. Uns auszurauben. Die Angreifer waren sehr aggressiv, aber sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Katja wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Das ist nicht sehr schön. Pavel war weg und hat das mitgebracht. Und Katja war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Verstehe ich das? Nein, wir hatten den Bug, glaube ich, schon mal, oder? Ach Gott, hey. Das ist jetzt irgendwie so ganz komisch, ne? So, wen haben wir denn da? Ah, er hat uns erstmal was zu erzählen, Pavel. Die Wunde von Katja sieht schlimm aus. Ich hoffe, dass wir noch Zeit haben, Bandagen zu finden. Ja, das hoffe ich dann auch. Was sagt Marin? Katja wird nicht überleben, es sei denn, wir versorgen diese Wunde. Wir brauchen Bandagen. Bruno hat dazu nichts zu sagen und Katja sagt auch nichts dazu. Hatten wir das Ding denn nicht schon halb bereinigt in meinen Augen? Wir waren doch schon im Krankenhaus. Ach so, in dieser Nacht hat's wieder so ein Shit gegeben. So, Katja. Was machen wir mit Katja? Katja soll sich erstmal hinlegen. Bruno? Wir können doch nicht mehr was kochen, wir haben ja gar nichts. Ja, das ist ja gleich Null, ne? Uns fehlt Fleisch, uns fehlt Gemüse. Ja, und jetzt müsste nur ein Händler kommen, dann hätten wir wenigstens die Chance, ne? So. Jetzt müsste ich mal hier den Kollegen anklicken können, der davor steht, ne? Ist ja auch nett. So. So, jetzt haben wir hier noch was. Was können wir da tun? Nix. Das sieht nicht gut aus nach Tag 14. Jetzt laufen wir ein bisschen schneller, ne? So, na toll. Kann man auch nichts machen. Düngemittel. Kräuter können wir da herstellen. Toll, das können wir aber wiederum nicht herstellen. Ah, oh, wer ist da oben? Verlassen. Handwerker ist er. Na ja, dann soll er da mal hingehen. Zwei Leute sind da. Und da, guck mal, was da ist. Die Fallen sind endlich voll. So. Hören Sie mir bitte zu. Hallo, wir sind es wieder. Das Militär hat die Bombardierung in unserer Gegend verschärft. Jetzt haben wir uns entschieden, unsere Behelfsmäßige Unterschlupf und Keller zu verstärken. Wir haben die nötige Mittel, wir können allerdings zusätzlich helfen. Eine Hände gut gebrauchen. Vielleicht können Sie uns helfen. Das machen wir. Warte eine Sekunde. Ja, Bruno, mach die Falle leer. Maren, mach die Falle leer. Nee, das war jetzt doof. Bruno soll das machen. Und zwar gleich wieder einen reinstecken. So, Bruno kann jetzt kochen gehen. Wenn es denn dann geht, das weiß ich auch noch nicht. Ja, zweimal Essen können wir herstellen. So, wie sieht das aus? Leicht verletzt, müde, hungrig. Hungrig, müde, hungrig. Ja, und sie ist traurig, tödlich verletzt und hungrig. Wir müssen...
mit Katja ins Krankenhaus gehen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Maren geht was essen. Und dann geht er denen helfen. Und dann hätte ich gerne Katja noch am Essen. Hungrig. Ja, wir gehen helfen. Geh du mit. Katja geht jetzt erst was essen. Ja, sie ist sehr gütig und ist froh, dass wir denen helfen. Dafür ist sie dann auch nicht mehr traurig. Das ist ja schon mal wieder etwas Positives. Ja, es ist nicht unser Problem mehr. Auf der einen Seite nein, aber auf der anderen Seite, die helfen uns ja auch. Ja, der ist auch froh. Das war ja dann auch eine Sache von 2 zu 1 wenigstens, wenn nicht sogar 3 zu 1. Ja, er ist jetzt sauer, weil keine Kippen da sind. Aber er kann jetzt nochmal hier unten schlafen gehen. Und Katja wird jetzt hier... ich sehe gerade was. Super. Wir haben eine Bandage. Ich war davon ausgegangen, dass wir keine Bandage haben. Nein, du gehst schlafen und du gehst die Bandage anlegen, Katja. So sieht's aus. Bandagiert. So. Dann lassen wir sie mal runtergehen. Jetzt springt sie auch noch darunter. Ob das jetzt so gut ist bei der Verletzung, weiß ich auch nicht. Er ist müde. Er ist nicht mehr müde. Er kann erstmal noch das Holz da kaputt machen. Wenn wir das dann noch schaffen. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ich würde sehr gerne etwas essen. Sie legt sich wieder hin, das hatten wir auch vor. Und die Nacht kommt, bevor das fertig ist. So. Ich kann mit ihr nicht ins Krankenhaus gehen. Auch schade, ne? Ja, Rono muss Wache stehen. Das geht nicht anders. So, und dann müssen wir gucken. Was macht das kleine Wohnhaus da? Besteht Gefahr. Lebensmittel gibt's da, Medikamente gibt's da. Wir brauchen beides. Wir werden die Gefahr in Kauf nehmen müssen. Bei der Schule hatten wir schon das Problem. Eine große Menge Waffen, eine große Menge. Auch Gefahr. Möglicher Handel ist aber auch da. Da waren wir schon. Was gibt's auf der Baustelle? Große Menge Lebensmittel, große Menge Medikamente. Ich glaube, ich werde die Baustelle besuchen. Also ruhiges Haus. Lebensmittel und... Hier ist es mit große alles. Ja. Auch wenn da Gefahr ist, spielt keine Rolle. Ja, das können wir alles da lassen. Nehmen wir das mit und das. Und den nehme ich auch mit. Vielleicht den auch noch. Lass uns nochmal zurückgehen. Auf diesen verlassenen Baustein sollte eine neue Wohnung hier entstehen, welches Juwel vom Programm Prokuren hätte werden sollen. Nun dient sie den Scharfschützen des Militärs als perfekter Aussichtspunkt, was sie zu einem gefährlichen Ort macht. Wenn dort einige Bauarbeitern oder Rebellen finden, ist dort ein bisschen... Scharfschützen. Scharfschützen ist ja auch wieder nicht so gut, ne?
4 schon geguckt. Aber sie haben ja lange Zeit den Stern geboten. Aha. Ja. Da müssen wir vorsichtig sein. Ich habe fast die Vermutung, dass das der bessere Weg ist. Da bei den Scharfschützen, das sagt mir jetzt gerade gar nichts zu. So. Ich gehe von aus, dass wir damit weiterkommen. Obwohl, die Schaufel lassen wir besser hier. Ich denke mal, das ist es. Und Pavel, viel Glück. Gut. Ich habe hier einmal ein paar Stunden lang Schlange gestanden. Es hielt sich damals für den schlimmsten Tag meines Lebens, okay? Okay. Gehen wir erstmal hoch, oder? Runter ist schon etwas schwierig. Komme ich da hoch? Ich glaube nicht, oder doch? Oh, er kommt da hoch. Okay. Und da ist eine Leiter, dann gehen wir doch auch da hoch. Gucken wir mal da rein. Da sehe ich jetzt nichts, aber da unten... Ja, ich glaube, da ist nichts. Dann werden wir mal langsam die Tür aufmachen, aber ich glaube auch, dass wir da nicht weiterkommen, weil da dieses große Loch ist. Aha. Also, wir wissen, was uns blüht. Ich komme da aber nicht weiter unbedingt. Das heißt, wir gehen mal zurück. Schließen die Tür auch wieder. Wir gehen runter. Schauen da rein. Nein. Gehen hier hin. Schauen da durch die Tür. Da oben ist jemand. Okay. Ich kann ihn sehen, dann könnte er mich auch sehen. Dann gehen wir lieber wieder runter. Können wir da auch was sehen oder nicht? Da ist jemand. Mit einem Gewehr. Das ist aber auch gar nicht gut, ha? Unten geht gerade eine Tür auf. Kommen wir in den Keller? Ich glaube nicht, oder? Da ist jemand. Wenn wir das jetzt hier machen, sind wir dran, sozusagen, oder? Geht er da noch weg? Ich glaube, er ist weggegangen. Das hat keinen Sinn, wir müssen es machen. Sieht aber so aus, als ob das niemand hört. Ja, wenn ich eine Schaufel hätte, genau das ist jetzt gerade diese Geschichte, ne? Wollen wir hoffen, dass das keiner hört. Zeit läuft uns natürlich auch davon auf der einen Seite.
komm schon. Irgendwo sind Schritte zu hören, ne? Ich glaube, der ist weggegangen. Weitermachen. Komm schon, werd fertig. Wir müssen irgendwas finden, auf jeden Fall. Komm schon. So, jetzt geht's wenigstens schon mal runter. Lass hier einiges drin sein, was wir gebrauchen können. Essen und Bandage. Wir können's mitnehmen, aber was bringt's uns? Eigentlich nicht viel, ne? Tja, hier geht's wohl nicht lang, gehe ich von aus, ne? Das Problem, was ich sehe, da ist sogar tatsächlich jemand dran. Ne? Meine Beine sind taub, ja. Jetzt setzt er sich da auch noch hin. Und ist noch einer. Tja. Der geht da hoch. Und wir haben nichts, aber auch gar nichts mitzunehmen, ne? Drei Holz. Voll cool. Ja. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.